Bitte schön. Wenn jemand Libra gemacht hat, sollte er sich in jedem Fall bei der Person entschuldigen oder gibt es eine andere Möglichkeit, wenn man befürchtet, dass... Wenn man über jemanden lästert, muss man in jedem Fall zu der Person hingehen und ihn um Verzeihung bitten. Es gibt hier zwei Ansichten der Gelehrten. Die eine Ansicht besagt, man muss denjenigen um Verzeihung bitten. Und diese Ansicht ist die stärkere Ansicht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam al-Bukhari, wer von euch ein Unrecht wieder gut zu machen hat, soll es heute tun, bevor ein Tag kommt, an dem es kein Dinar und kein Dirham gibt. Welchen Tag meint er? Yawm al-Qiyam. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. An diesem Tag flüchtet ein Mann vor seinem Bruder und vor seinem Vater, vor seiner Mutter, vor seiner Frau, vor seinen Kindern. Das heißt, in diesem Fall wird keiner dir verzeihen. Niemand. Und die, die hier Allah Azzawajal beschreibt, sind deine Familie. Wenn sie dir nicht verzeihen, dann ein Fremder? Das ist die erste Ansicht. Und die zweite Ansicht ist, dass die Gelehrten gesagt haben, es reicht, wenn er schlecht über eine Person in einer Sitzung gesprochen hat, dass er in derselben Sitzung gut über diese Person redet und Allah um Verzeihung bittet, um der Fitna zu entgehen. Das sind die beiden Ansichten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.